König Mungo, starrt uns weg. Schützt uns vor dem Macht im Spiel. In der Nacht und auch am Tag fliegt er bei uns umher. Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Mongo vom Kanal Mongo Medial. Ich hoffe, euch geht's gut, weil mir geht's super an die Stelle. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder ready, ja, zu einem neuen What's Popping Guys Video. Nämlich, heute gucken wir uns eins neue Prokatonist an, mal gucken, was der so auf dem Kasten hat. Ich sag mal so, der Humor ist nicht ganz wieder so sehr an die Oberfläche, dementsprechend müssen wir uns da mal so ein bisschen reinfühlen. Und ich kann nur sagen an die Stelle, Gruß geht raus an das Kamerakind Hester von Twitter, ne, Hester, der hat den vorgeschlagen und ich habe jetzt unter verschiedensten Videos, die hier auf dem Kanal sind, mit das Manaus gesucht. Wichtig ist, dass dieser Typ hier, ne, super, also er wirkt schon sympathisch, aber wenn er spricht, wirkt er noch sympathischer. Aber damit das ganze Gesamtbild für euch auch noch ein wenig abgerundet wird, kann ich euch sagen, dass sein Kanal so 640 Abonnenten hat mit 2700 Videos. Die sind alle, ja, irgendwie, das ist alles eine Rummelbude aus Gaming, irgendwelchen Shorts, die aber als Videos hochgeladen werden. Also alles so in so einem Handy-Format, aber als Video hochgeladen. Man könnte es vielleicht als Shorts hochladen, wäre ein bisschen schlauer. Und es wird Clickbaiting betrieben. Das Video, das wir uns jetzt hier angucken zum Beispiel, da sind halt Titten zu sehen. Ne? Ich weiß, also als Thumbnail, als Vorschaubild. Oder ich weiß nicht, ob es bei diesem jetzt genau ist. Ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Ich suche gerade mal die Liste für euch. Ne? Aber bei anderen Ansagevideos, in denen halt er zu sehen ist und irgendwelche Ansagen macht, das sind halt irgendwelche Tittenmädchen zu sehen. Also ganz weirder, seltsamer Kanal. Der Kanal heißt Kira Hashtag 1 und in die Beschreibung steht, wenn ihr mittraden wollt, erst Abo, dann FA, mein PSN Only 06 kommt gern in meine Crew für mehr. Also, was? Irgendwas mit Trading? Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Aber die Videos sind alle ganz crazy und es sind auch uralte dabei, wo er keinen Bart hat. Das sieht ja noch crazier aus. Also ich weiß nicht, in was wir uns hier reinbegeben, aber wir werden auf jeden Fall mal sehen, was hier abgeht. So, ich lasse ihn jetzt erstmal zu Wort kommen und dann merkt ihr schon, also weiß ich nicht. Internetführerschein, weiß ich nicht. So, hallo Freunde. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, laufen jetzt auf YouTube Leute rum, die sich als YouTube oder Twitch Support, whatever, ausgeben. Und darüber wollte ich mal mit euch reden. Also nicht der originelle Twitch Support, ne? Solltet ihr euch in einem meiner Streams aufhalten, liebe Fake YouTube Supporter oder TikTok Creator, TikTok Supporter oder whatever, was auch immer, sage ich euch eine Sache. YouTube, wenn die real wären, diese Supporter, die darauf aufpassen, dass YouTube sauber bleibt, etc., etc., da hätte YouTube viel zu tun. Wirklich sehr viel. Ne? Also ihr merkt schon, okay, er wird jetzt mit irgendwas konfrontiert, was nicht stimmt. Und man merkt schon, seine Reaktion darauf ist, ja, ne, ist schon ein wenig angespannte Maske. Ne? Und ich sag mal so, der Gesamteindruck hier von ihm ist sehr strange. Solche Leute haben dann halt, das sind dann halt, die machen dann halt YouTube-Videos. Also, wenn ihr euch den Kanal anguckt, ne, das sind ja, wie gesagt, das sind ja tausende Videos und echt nur Dünnschiss. Also, es ist der Wahnsinn. Dieser Mensch hat es wirklich geschafft, TikTok auf YouTube zu machen. Nur Dünnschiss. Ne? Also Wahnsinn. Aber ich glaube nicht, dass YouTube auf so einen 600 Abonnenten Streamer
wie mich aufmerksam wird. Hätten wir heute bitte im Hintergrund. Aber darum geht's eigentlich gerade gar nicht. Worum geht's dann? Ihr wolltet wieder Zerstörungsvideos haben? Hier gibt's eins. Leute, ich weiß nicht, was mit der PlayStation-Community los ist. Ich weiß es nicht. Demnächst bin ich in eine Party eingeladen worden. Wir reden natürlich nicht von einer echten Party. Wir reden natürlich von so einer Gruppe Gamer, die sich da kurzfristig für so ein Spiel in eine Gruppe zusammenfinden und dann wieder auseinandergehen. Ne? Von einem Schulmitglied von mir. Bin in die Party rein. Da war so ein komischer drin, der EQZXCE, keine Ahnung wie der hieß. Irgendwie komisch geschrieben. Und meinte, ja, er wäre besser als ich, besser als ich, besser als ich. So, komm doch ran. Geh in die Basis, drück ihm nach Orbium. Er so, ja, ich bin viel länger als du, bla bla bla, du kannst nichts. Ich sag, seit wann spielst du es denn, mein Bester? Ja, 2023, du? Ich sag, 2013. Er ist Dreizeit. Ohohoho, das ist dieses, ich spiele ja was länger als du, also bin ich auch besser. Das muss nicht sein. Ne? Es gibt Menschen, die sind bei Spielen, wenn die eins entdecken, dann hängen die sich so rein und wollen richtig Fortschritt machen. Die gucken dann Videos dazu und Guides und machen Training und probieren aus und so weiter. Und die werden sauschnell super gut. Und es gibt Leute, die spielen ein Spiel seit 2013, also seit 10 Jahren, und spielen das einfach nur so vor sich her. Ne? So wie unser Rainer Winkler zum Beispiel, oder wahrscheinlich du auch. Ne? Ich glaube, du hast nichts drauf am Bass. Ne? Und trotzdem spiele ich es besser, Deutsch andersrum. Trotzdem bin ich besser als du und spiele es länger als du. Ich sage erstens, wenn du mal so rechnest, 2023, 2013, das sind 10 Jahre. Eine Person, die dieses Spiel seit 2013 spielt, Freunde. Und eine Person, die dieses Spiel seit 2023 spielt. Ja, ja, ja. Jetzt überlegt mal selber, wer ist besser? Wer spielt das Spiel länger? Ja, Moment. Aber länger spielst du es vielleicht, aber ob du besser bist, das muss man jetzt mal beweisen. Ne? Darum geht es eigentlich teilweise auch nicht. Worum es eigentlich geht, ich weiß nicht, was da los draußen ist, Leute. Ich weiß es nicht. Demnächst sind mir Dateien zugespielt bekommen worden, oder besser gesagt, Worte zugespielt worden, von Leuten, die sagen, ja... Ich muss mal den Augenmerk drauf legen. Ihr müsstet mal drauf achten, ne? Auf die Blicke, auf die Seitblicke, der Griff zur Brille, ja, und so weiter. Mal so ein Kratzen und so. Ich finde, das ist alles irgendwie witzig. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, das ist so eine Sinfonie des Nichts. Einfach. Ich klatsch dich hier, ich klatsch dich da, ich weiß, wo du wohnst, ich schlag dir aufs Maul. Ich warte immer noch drauf. Nee, Leute, ehrlich, ich warte immer noch drauf. Ist das ein Traut euch, kommt zu mir? Nein. Okay. Ich warte immer noch drauf. Ich sitze immer noch hier und warte. Aber nichts passiert. Ich kann auch nicht sagen, warum. Weil es einfach nur leere Drohungen sind. Einfach nur leere Drohungen. Mehr ist es nicht. Und da sage ich eine Sache. Sowohl an die PlayStation-Community als auch an... Aber an das Thema kommen wir gleich. Ihr könnt euch dann bestimmt an die Zerstörungsvideos Thema Katana, Charlie und Co. erinnern. Möchte ich mal ein bisschen drüber anschneiden? Weiß ich natürlich nicht. Aber wir merken schon, er hat eine sehr sympathische Art. Ja, da möchte man natürlich... da möchte man sehr gerne die Videos gucken. Der ist sehr sympathisch irgendwie, oder? Aber die Sache ist... Er hat so diese Attitüde, mir kann keiner was. Das ist immer ganz gefährlich im Internet, glaube ich. Erledigt, alles gut. So. Aber wie gesagt, ich möchte kurz das mal als Beispiel nehmen. Brille, Hals. Weil auch Sachen über Katana, die er angeblich rumerzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt deswegen, aber ich will es trotzdem mal ansprechen. Solange man über eine Person redet, ist sie interessant. Solange die Leute, die über mich Scheiße labern, ihre Zeit damit verschwenden, bitteschön, können sie gerne machen. Aber wenn sie schon über jemanden Scheiße rum erzählen, dann soll es auch wahr sein.
Da musste ich lachen. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, okay, da gucken wir mal rein, ne? Also wenn Leute Scheiße über einen erzählen, dann muss er aber auch wahr sein, ne? Also es kann ja nicht sein, dass jemand Scheiße erzählt, ne? Also die dann vielleicht nicht wahr ist. Also es ganz komischer Typ. Ne? Ja. Und wenn diese Leute Fake-Accounts erstellen, um in meinen Stream zu schreiben, Ja. von wegen, was weiß ich was, ich müsste mal Kommentare raussuchen, auf jeden Fall. Ja. Aber auf jeden Fall, Ja. um es mal kurz vom Verstörungswild abzuweichen, es will, obwohl das mache ich gleich, egal. Was? Ne? Ja. Mache ich gleich einen Short drüber. Okay. Aber was ich weiß, ist, Was? Na komm. es haben sich auch schon Leute über meinen Namen beschwert auf TikTok. Ich gebe euch einen Tipp. Es ist abgehoben minus L minus. Es ist doch scheißegal, wie sich Leute nennen. Wenn ich mich aufregen würde, wie Was manche minus Leute sich L auf minus? PlayStation nennen. Ne? Egal, ob jetzt tryhard oder nicht, whatever. Wie sich Leute auf PlayStation nennen. Ich habe zum Beispiel gestern zum Beispiel mit einem in der Party, der heißt Hans-Peter Wurst 88. Also, ihr könnt ja gern mal. Also, ich glaube, es wird es auf jeden Fall geben. Ne, deswegen spreche ich es mal an. Ihr könnt ja mal in den Chat ein Plus schreiben, wenn ihr dieses. Was hat er die? Ja. Wenn ihr diesen Rotzefaden da am Mund auch so ästhetisch findet, ne, der sich da ständig zieht. Ich denke, das sind immer so Sachen. Ne? Leute, die reagieren da super allergisch drauf. Einmal dieser Faden und dann auch, wie heißt es, Schmatzen, so Essgeräusche und sowas. Und da kann ich euch jetzt schon mal anteasern. Da werden wir demnächst auch nochmal bei einem Pretty Boy Ted reingucken. Da wird er wieder was essen. Ne? Da könnt ihr euch schon mal freuen. Da wird genüsslich geschmatzt. Ne? Wo ich ihn gefragt habe, woher kommt der Name? Kam keine Antwort. Dann habe ich zum Beispiel Leute, die sowohl auf PC GTA, sowohl auf PlayStation GTA, auch in anderen Games, nicht nur unbedingt GTA Online, auch in anderen Games habe ich komische Leute. Das ist, nee, egal. Das sind wir ja froh, dass du nicht der Komische bist. Wisst ihr, Leute? Kurz mal Hashtag Werbung. Wenn ihr eine Crew sucht, die hilfsbereit ist und für jede Hilfe bereit ist, Oh. meine Kira-Crew ist für jeden da, für jeden Kira-Crew. hilfsbereit, immer da, immer, jederzeit, ist meine Crew für euch da. Wenn ihr wollt, dass irgendwer keinen Bock mehr auf GTA hat, sorgen wir auch für. Zum richtigen Preis natürlich. Nein, aber jetzt mal kurz. Ach, es geht um Grand Theft Auto und die spielen GTA. Ja gut, da wird mir einiges klar. So, aha. Also er hat da so eine Gang, ne, bei GTA. Ne? Er ist ja so ein ganz harter Typ. Ne? Das ist dann so einer, der spielt dann so GTA und man hört dann nur seine Stimme und denkt sich so, boah, das ist ein richtig harter Typ. Ne? Und dann steht da so ein komischer, langhaarige, verschwitzte Brillentyp in seinem Asia-Shirt an der Bushaltestelle und quatscht in sein Handy rein, ne? Und im GTA, yo, 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 ich bin's, yo, 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 ich bin der G, yo, yo, yo. Das sind sie. Erst beiseite. Wir helfen immer gerne. Und ja. Aber zurück zum Thema. Dann kam auch der gute Fabi wieder auf mich zu. Ach, du Fabi, keine Ahnung. Da wird bald Content auf meinem Kanal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was dieser Junge Spaß daran hat, Müll über mich zu labern. Aber Fabi, ich sag dir eine Sache. Ich habe dir jetzt die letzten Wochen die Chance gegeben, in die Party zu kommen. Oder mein Wörtchen mit mir zu wechseln. Von mir aus auch mit deiner Fotzenmutter. Juckt mich nicht. Oh. Was ist hier Aber los? nichts kam. Nichts. Rein gar nichts kam. Was ich eigentlich schon traurig finde. Pass auf. Und dann kam mir, wir Griff ans schneiden das Kind? Thema kurz mal abseits. Dann kam auch der letzte einer hinzu. Ich weiß nicht, ob Charlie damit was zu tun hat, keine Ahnung. Einer auf mich zu im Stream. Ich müsste mal den Kommentar raussuchen. Und meinte, Charlie will wieder Beef. Also, Charlie, ob das stimmt, wie gesagt, weiß ich nicht. Also, es ist so gut.
der stellt sich halt dahin, ne, und hat halt niemanden, dem er das erzählen kann, und erzählt es halt seinen Zuschauern auf Internet, ne? Und das sind so interne Scheiße, ne? So, ja, da hat er mich, passt mal auf, ne? Da hat der im GTA hat er mich angeschrieben, jo, 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 du spielst es aber super schlecht, jo, 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 ne? Und da habe ich gesagt, aber hallo, ich habe hier was drauf, guck mal hier. Ich habe mir hier einen Cadillacs gekauft, ne? Hier ist der Cadillacs, den habe ich mir gekauft, ne? Ich spiele ja schon 2013, ne? Das ist mein Cadillacs und hier, ne? Pass auf, komm mal mit, ne? Hier, zwei Zimmer, ne? Zwei Zimmer, Küche, Bad, ne? Alles neu, ja? Hier, ne? Flatscreen, ne? Also, ich weiß nicht, was du von mir willst, ne? Deswegen behaupte ich auch nichts. Aber wenn so sein sollte, wüsste ich gerne warum. Ja. So, I mean, Spaß beiseite jetzt mal. Ne? Was für ein Das ist Spaß! Geschichte für mich. Ich habe andere Sorgen, als mich darum zu kümmern. Ja, dass du Ich Sorgen hast, verstehe es, kannst liebe du. Leute, das ist auf 10 Minuten Strecken. Und Bitte was? ja. Was hat der gerade gesagt? Er muss sein Video auf 10 Minuten strecken? Warum? Kann das dann monetarisieren oder was? Ja, die Sache ist, So spulen? ich habe andere Sorgen, als mich darum zu kümmern. Und ich muss dieses Video leider, das ist auf 10 Minuten strecken. Also, ne, ihr merkt, null Inhalt, ne? Und das muss er jetzt auf 10 Minuten strecken. Warum? Weil auf YouTube hat er 600 Abonnenten, da verdient er kein Geld. Verdient man auf TikTok Geld, wenn man da lange Videos macht? Ich glaube nicht. Ja, die Sache ist, Leute, jetzt mal Real Talk. Machen gleich weiter mit dem Video, aber jetzt mal Real Talk. Wenn ihr Leute nicht mögt, weil sie irgendwelchen Content hochladen, der euch nicht passt, dann gebe ich euch einen guten Tipp. Ja. Einen guten Tipp meinerseits. X-Button, Scrollt weiter. Schaut den Jungen gar nicht erst. Oder besser gesagt, schaut die Person gar nicht erst. So. Das Ganze ist das Einfachste, was ihr machen könnt. Aber nein, ihr müsst ja dumme Kommentare schreiben von wegen, das passt mir nicht, lad mal andere Sachen hoch. das wird sicher jetzt aufhören. Erstens, was ich auf meinem Kanal hochlade, solange es den YouTube-Richtlinien entspricht, ist es meine Sache, was ich hochlade. Und wenn ich sage, wenn mir YouTube scheißegal wäre, also wenn ich jetzt irgendeinen Account habe mit zwei Abonnenten und ich würde sagen, ja, ich mache ein Schwanzvideo auf Deutsch gesagt, nur als Beispiel, YouTube bitte nicht ernst nehmen, aber als Beispiel, dann ist es halt so. So, ne? I mean, aber. Nee, aber er hat ja 600 Abonnenten. Ne? Er ist ja so ein richtiger Influencer. Ne? Also ist natürlich klar, ne? Weil er hat halt 600 Abonnenten und damit, ne, da muss man sich schon Gedanken machen, was man mit seiner Macht und mit seiner Reichweite so macht. Ne? Also das ist schon beachtlich. Ne? Ich frage mich sowieso, wo die Abonnenten herkommen, weil die Videos, die da drauf sind, das ist alles. Das ist so Minutenscheiße, so 20 Sekunden, Minute, nur Bullshit. Egal, kurz mal wieder zum Thema Fabi zurück. Ach, du Fabi. Und zwar Fabi, Jetzt geht's ich rund. habe dir jetzt wie gesagt knappe 2 Monate gegeben, um mal ein bisschen reifer im Kopf zu werden und vielleicht mal das Gespräch zu suchen. Aber nichts kam. Von daher werden wir nun andere Schritte einleiten. Seine Ne? Crew Andere und Schritte er. einleiten, mein Bester. Und Unser G wird jetzt böse, oder was? alle Leute, die ich kenne, werden dir mal einen kleinen Besuch abstatten. Ei, seine Mutter fährt mal vorbei und sagt, hör mal auf, mein Kira zu ärgern, oder wie sehe ich das? In-game natürlich. So, ob die das wirklich im Real Life tun, keine Ahnung, will ich nichts mit zu tun haben. Aber ich sag mal so, wer nicht hören will, muss fühlen, mein Bester. Ah ja, ein Thema habe ich noch. Oh. Manche kennen doch, oder leider Gottes, leider Gottes, teilweise zum Glück sogar, nicht mehr in meiner Crew ist, den lieben Anonym aka Brian. So. Ja. Der hat nämlich demnächst auch den True 31er gemacht und hat gesagt, ja, wenn die True-Farbe nicht geändert wird, bla 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 bla, verlasse ich die True.
Und wisst ihr, Leute, was wir mit True 31 dann machen? Die zur Weißglut bringen. Oh. Wirklich, die zur Weißglut bringen. So ein richtig harter Hund ist das, ne? Der sorgt. Der wird mit dem Stahlbesen wird er durchgefegt in seiner Crew, wenn da einer aus der Reihe tanzt, ne? Oh, guck mal. Also anonym, damit du da draußen. Hier, ne? Du, da draußen. Das ist sehr witzig. Bescheid weißt. Du wirst im Lobby keine Ruhe mehr finden, mein Bester. So, und das Video wird jetzt auch enden. Boah, Schlade vor allem. Achso, Schlade ist als sofort von ihr hoch, Leute. Ist das ein Spacko, ey. Er spielt seine Macht aus in einem Computerspiel. Du wirst in keiner Lobby mehr Ruhe finden, weil meine Gang ist da, meine Crew. Ey, was ist das denn für ein Spaß, Alter? Leute. Dabei. Hört es euch gerne an. Gut, da steht Versager an. Auf Kuss und dann. Ein Kuss auf die Nuss, Leute. Mein Spaß. Lasst ein Abo da. Sofort, ihr Hundestrampler. Boah. So. Was ist das denn für ein wirklich unangenehmer Typ? Also Leute, ne? Ihr könnt gern mal auf seinen Kanal gehen, auf den Kira-Kanal und könnt mal ein bisschen rumgucken. Wenn ihr ein gutes Video, und es sind halt 2700 Videos, ich kann die halt nicht alle durchgucken. Aber es sind halt auch so viele, wo er gar nicht dabei ist. Wenn ihr ein cooles findet, schreibt es mir auf Twitter, ne? @mongovip. Oder unter dem Video findet ihr das auch. Da könnt ihr mir gern solche Sachen mal zuschicken. Wenn was Gutes dabei ist, dann gucke ich mir das an und ob es sich lohnt. Aber jetzt am Ende hat er nochmal gezeigt, was das für ein unangenehmer Typ ist. Weil einer gesagt hat, die Crewfarbe gefällt mir nicht und hat sich da mit denen verstritten. Und dann so unangenehm. Wie der da versucht, so eine Machtposition darzustellen in so einem Computerspiel für Kinder, ja. Also in GTA, da laufen halt schon super viele Kinder rum und spielen da ein bisschen Gangster und so, ne. Und er ist halt dabei seit 10 Jahren. Ach Gott. Leute, also das hier, Kira, Hashtag One, also ganz, 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 ganz großer Kino, ne. Ich würde sagen, das war's an die Stelle. Bis zum nächsten Mal, euer Mongo-Kanal von Medial. Bis zum nächsten Mal, ne? Oder, ja, ne? Herz aus Gold und stark wie Stahl. König Mongo, er ist da. Mongo Medial, die